So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Wer den Risikohinweis noch nicht gelesen hat, sollte das Video kurz anhalten und diesen Text durchlesen. Alle anderen sollten den Text schon fast auswendig kennen. Und dann fangen wir auch gleich mit Silber und Gold an. Es waren heute jetzt die Übeltäter, beziehungsweise waren hier ja negative Auswirkungen zu spüren, obwohl es um 8 beziehungsweise 9 Uhr noch sehr gut aussah. Der Wochenchart sieht man hier einen Abprall am EMA 38. Aber die Wochenkerze ist ja noch nicht zu Ende. Heute Morgen sah es eben so aus, als würde er hier den EMA 200 brechen können. Doch die Bestätigung kam eben nicht, ja, also kein Tagesschlusskurs. Ich gehe hier nochmal zurück. Diese Kerze war am Freitag für mich bullisch, auch ein paar Aktien sahen sehr, okay, sehr nämlich weg, sahen gut aus. Ja. Komplette Entwarnung gab es halt leider nicht. Ja. Jedenfalls nicht auf Tagesbasis. Die Kerze ist natürlich hier unschön gewesen. Kurz drüber geschaut über den EMA. Und diese nächste heutige Kerze ist noch unschöner. Nichtsdestotrotz würde eben im 4-Stunden-Chart hier ein Kaufsignal oder mein Kaufsignal generiert, was hier eher schwach war. Allerdings im Stundenchart, ja, war das für mich eben ein bisschen ausgeprägter. Hätte ich mich hier auf die Oberkante des Rainbows verlassen, wäre hier gar kein Signal entstanden. So, das nehme ich komplett natürlich auf meine Kappe. Doch zunächst sah es ja hier genauso gut aus und mit dem Tag von oder beziehungsweise zu der Stunde um 9 Uhr hier, was aber dann eben auch, ja, was soll man sagen? Die Oberkante hat hier gehalten, minimal nur drüber der Schlusskurs und mit der nächsten wurde der kleinere Abverkauf gestartet. Also das, nicht mal die schwachen Aktienmärkte haben hier den Silberpreis nach oben treiben können. Das ist natürlich wirklich unschön. Diese Marke ist wichtig, ein neues Verkaufssignal würde aber allerdings erst unter dem letzten Tief entstehen. Aber hier sind natürlich einen kurzfristigen Stopp zu nennen, der ja auch hier gesetzt war dann für das Szenario. Zum Gold, das sieht die Wochenkerze erstmal so aus, auch schwarz. Im Tageschart wurde der EMA nicht mal noch touchiert, nicht berührt. Da gab es aber eine schönere Umkehrkerze, die aber gestern, ja, man muss echt auf die Feinheiten echt achten, vergesse ich auch immer wieder mal, das Tageshoch wurde nicht rausgenommen. Ja. Die Kerze ist natürlich unschön und das ist eigentlich eher eine Bestätigung. Und wenn man jetzt hier nochmal den Wochenchart anschaut, kann hier nochmal ein Tief knapp unter 1240 entstehen. Hier im 4-Stunden-Chart habe ich gar keine Pfeile gemalt, allerdings hier sah es alles sehr gut aus. Dann eben diese, ja, ist jetzt erstmal nur Seitwärtskorrekturbewegung, also dynamischen neue Verkaufspanik kam jetzt noch nicht auf. Nichtsdestotrotz sieht auch natürlich das Chartbild nicht besonders gut aus. Des Weiteren, ja, lag ich hier zunächst die aber so, die doch nur für den Gottmode gegolten hat, ja, aber die Nasdaq kommt zum Nasdaq-Chart, kommen auch. Allerdings lag ich hier dann am Nachmittag falsch, dass ich hier eine kleine Erholungsbewegung einsetzt. Was man hier jetzt sehen kann, ist, dass diese Aufwärtstrendlinie im 4-Stunden-Chart gehalten hat, an der Unterstützung und an dem EMA 200. Und eine Umkehrkerze. Also hier kann man den Pfeil im Prinzip so nach unten setzen. Dann schauen wir, was der heutige Tag noch so gebracht hat. Da kann man sagen, hier das Kursziel erreicht. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, als hier ein neues Hoch war, habe ich dieses Szenario dargestellt.
dann ja, wer das auf Stundenbasis oder auch dann in den unteren Zeitebenen handelt, musste natürlich dann irgendwo hier spätestens mit dieser Kerze hier erkennen, dass dann das Kursziel möglicherweise nicht erreicht wird und dann eben die Verluste begrenzt oder eben dann es in Kauf nimmt, dass man bei plus minus null rauskommt. Also ins Negatives hätte man diesen Trade definitiv nicht laufen lassen sollen. Ich schalte nochmal um auf Stundenbasis. Hier gab es dann noch ein anderes Szenario. Hier gab es den Rücklauf exakt an die Wochenunterstützung. Kleiner Rücklauf und möglicherweise dieses Ziel. Wer jetzt hier Short drin ist, natürlich den Stopp eher hier hoch oder eben schon die Gewinne hier mitnehmen, weil ja hier genau eindeutig das so gekennzeichnet war, dieser Pfeil. Ich meine, exakter geht es ja dann hier nicht mehr, wer kurzfristig unterwegs war. So, das war wenigstens ein bisschen positiv und DAX. Was hat hier noch US-Dollar gemacht? Hier präferiertes Szenario Ausbruch nach oben. Hier ist auch alles im Lot. So, dann kommen wir eben noch kurz zum US-Markt. Hier gibt es zwei wichtige Sachen. Der Biotechnologie-Index kommt auf eine wichtige Unterstützungszone. Schaut mir hier das langfristige Chartbild an. Sieht man, dass es hier eben seit Mitte 2015 eine Konsolidierung eingesetzt ist und hier kann sich was ja eine Bodenbildung, ist ja keine Boden, sondern die Konsolidierung kann hier abgeschlossen sein, wenn hier nochmal der EMA 200 erreicht wird im Wochenchart. Temporär kann es hier aber zum Abpraller kommen. Muss man eben genau beobachten. Im Nasdaq ist hier ja das Szenario am Laufen mit Vorsicht Long unter dieser Marke. Auf Stundenbasis wurde das eigentlich genannt. Also hier mit dem Bruch, Rücklauf ist aber noch nicht in den Zielbereich reingekommen. Hier bleibt man oder kann man auch noch das Kursziel hier weiter verfolgen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Dann bis morgen.